Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ja, genau. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Mir geht es gut. Bist du im Let's Play? Ja, klar bin ich im Let's Play. Und sowas von einem Let's Play, das glaubst du gar nicht. Jo, ich bin heute mal gelandet hier auf dem Mount Chiliad, dem höchsten Berg in ganz Los Santos, in ganz San Andreas, meine ich. Er ist, glaube ich, so etwa 1000 Meter hoch. Und jetzt sehen wir hier schön die Küste des Atlantiks. Schöner Duft hier. Es wird gleich Abend. Wie viel haben wir denn? Auch nur 20.33 Uhr, also fast Abendessenzeit. Und ich habe mir einfach mal gedacht, hey, wenn wir hier oben sind, dann machen wir auch mal was. Und so. Und reden einfach mal ein bisschen so. Ich war ja heute schon in einem Elektronikfachgeschäft und ihr könnt ja raten, was ich da gemacht habe. Ich habe die PS4 versucht zu kaufen, aber die haben gesagt, erst wieder Februar oder März. Und was mich stutzig gemacht hat, ist, dass einfach, stutzig hat mich auf jeden Fall gemacht, dass es da enorm viele Xbox One Konsolen gegeben hat. Krass, oder? Ha, die Schrottbox halt wieder. So, jetzt wird Nacht, Leute. Die Nacht bricht an. Da, das war, glaube ich, mein erstes YouTube-Video von GTA. Base Jump vom Ding, vom Seilbahnturm. Machen wir das mal wieder. Zack. Oh, yes. Da kann man sehr schnell runtergleiten, aber das Blöde daran ist, man kann jetzt nicht so wie in Wingsuit so runterjumpen. Das geht leider nicht. Sondern wenn du da jetzt, wenn du von da oben springst, gell, dann bist du nach 2 Sekunden tot. Also, vielleicht kommt da ja irgendwann mal so ein Wingsuit rein. Das wäre ja mal richtig Burner. Oder Tiere, Leute. So richtig coole Tiere, Wildschweine. Da, wenn man so mit PSN-Freunden ein bisschen läuft, so. Und plötzlich kommt so ein fetter Berglöwe, der dich fressen will. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Ah, Rockstar, bitte mach da mal was. So, jetzt sind wir wieder bei den fetten Tannen. Vielleicht können wir da landen auf so einer Tanne. Versuche ich das mal. Kann das natürlich jetzt nicht versprechen, ob ich das schaffe. I can fly, I can fly. I can fly, I can touch the sky. Oh, shit, jetzt bin ich tot. Außer Gefecht. Ich mache nicht mehr viel. So. Jo. Hier bin ich. Moin, moin. Was ist denn das für ein Symbol? Ich habe gerade so ein komisches Symbol entdeckt. Das ist ein LTS. Waldrodung jagt bei der ganzen Menschengewalt in den letzten Jahren. Weniger Menschen gegen Menschen. Wissen was? Was ist das? Jagen? Will mich jetzt verarschen? Komisches Symbol. Ich glaube, ich fahre da mal hin. Wenn ich jetzt so ein Auto bekomme. Ah, das Kackwaffenrad ist hier aktiviert. Oh, ich muss erstmal den Passivmodus rausbekommen. So, Inventar. Wie machen wir Passivmodus raus? Genau, so einmal so. Okay. So. Feiner Dupa, raus mit dir. Ah, Mist. Waffenrad. Ja, jetzt funktioniert alles wieder. Genau. Gucken wir mal, was das für ein Symbol ist. Moin, moin. So, jetzt muss aber erstmal hier was machen. Was gucken, ob das funktioniert. Nö. Oh, ich dachte, man könnte die Bäumstämme so umnieten. Das wäre ja mal obergeil. Aber ja. Oh, aber man springt gut. Habe ich jetzt einen Monsterrand gemacht? Ich glaube nicht. Genau. Ja, wollen wir mal gucken, was das bedeutet, dieses komische Männchen da. Boah, mein Gott. Ich dachte, im Auto ist man schneller, aber nee. Zu Fuß ist es immer noch besser. Das ist die berühmte Schweinsmaske, die ich hier anhabe. Habe ich ja im Video, wie hoch kann man fliegen, angehabt. Wie hoch kann man fliegen? Ja, sehr hoch in GTA. Was sehr geil ist. Ja, sehr geil. Nur noch die Passagiermaschinen, die muss es geben. Das ist das Männchen schon. So, jetzt haben wir auch wieder Muni am Start, Leute. Naja, ich habe mal Muni, Munition im Let's Play. Was selten ist, aber ich hab's mal. Okay. Na, gucken wir mal. Muss ich hier nur noch irgendwie hochkommen. Ist auch ein bisschen blöde. So. Ich
glaube, das ist es hier. Das ist eine Art Holzfabrik, die wir jetzt gerade sehen. 3 bis 12 Spieler. Hier nehmen wir mal unser Samsung Galaxy S4 Mini raus. Gucken mal. Beitreten, genau. Suchen wir uns einfach mal ein paar Lobbys aus. Ja, eine Lobby. Wertung 77 Punkte, nicht schlecht. Das Teil müsste gut sein, Leute. Boah, jetzt habe ich das hier ein bisschen viel zu laut. Den Spielsound habe ich ein bisschen zu laut eingestellt. Sorry dafür. So. Ja. Einstellung, Radio. Was ist dann das hier? Ist doch eh alles auf dem Index. Kann ich doch eh alles nicht spielen. Voll blöd. Jetzt muss ich auch noch der Host sein, oder was? Ist ja kacke. Ich glaube, das Spiel hat keiner Bock. Auf das Spiel hat wahrscheinlich keiner wirklich Bock und das spielt auch keiner. Dann lassen wir es auch, oder? Bringt doch nichts, jetzt ein Spiel zu spielen, wo sich nicht beitreten lässt. Aber das hier ist echt geil hier. Singleplayer, da können wir auch mal reinjoinen. Wen soll man nehmen? Ene Mene Mistes krabbelt in der Kiste, Ene Mene Feck und du bist weg. Und jetzt nehmen wir mal den wie heißt er denn nochmal? Ich glaube, Franklin. Raus aus dem Multiplayer und rein in den Singleplayer. Und das Singleplayer hat natürlich viel, viel mehr Vorteile. Und zwar die Vorteile einfach, man könnte sich theoretisch die Waffen cheaten. Man könnte im Singleplayer kannst du große Passagiermaschine fliegen. Und natürlich kannst du im Ding Singleplayer Tiere töten. Was natürlich auch so eine scheiß Aktion war, Leute. Jeder von euch tötet jeden Tag, wenn ihr GTA spielt. Oh, Leute, das ist ganz normal. Und ich werde natürlich gleich wieder angefeindet, weil auch mein YouTube-Name der junge Zocker heißt und der junge Zocker gleich Amokläufer. Ist Quatsch. Ist Quatsch, Leute. Ich werde jetzt einen Amoklauf machen. Nee, hat sich sowas von gefressen. Der hat... Ach, Bazooka raus. Zack, fertig. Moin, moin. Mein Name ist YouTube Gamescom. Auf der PS3, ich hoffe. Oh Gott. Wie viele Sterne habe ich? 2 Sterne. Okay. Aber es brennt hier ordentlich. Ich glaube, ich habe noch was am Start. Ah ja, Baby Sniper. Und Face Shoot hier. Komm, Face Shoot. Ja. Zack. Jetzt komm schon. Ach, Mann. Ja, die wollen alle nicht. Ah, yes, so, jetzt hat er mich getötet, die Bulle. Das Bullenschweinchen hat mich getötet. Freu dich. Bin außer Gefecht. Na und, mir doch egal. Ein paar Freundesanfragen habe ich bekommen auf der PS3. In der Zeit, wo ich weg bin. Ich kann aber gar nicht alle annehmen. Guck mal, was es Neues gibt so. Mir geht's gut. Jo, ich kann das alles gar nicht. Jo, einfach bei mir reinschauen, wenn ich mal online bin, Leute. Ja. Du hast ein Bildschirm. Sehr cool, das ist die Apokalypse. Ja, Leute, das war Let's Play Together. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PS3 und vielleicht sogar im Februar bald auf der PS4. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich bin der junge Zocker. Bin der Flo. Hau rein. Bis dann.